So Leute, nachdem 2020 das Hauptset 2021 rausgekommen ist und da ja echt damals total der geile Scheiß drin war, ich war damals super hart gehypt, wollte ich halt mal dahin zurückkehren und wollte mir das halt nochmal angucken. Corset 2021. Mit einem guten Teferi. Von dem gab es auch irgendwie 16 Versionen, glaube ich, oder so. Waren das 16? Wenn es mehr waren oder so, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich weiß, dass hier super strange Artworks drin waren. Und ganz viele Versionen. Oder waren das waren das die Collectors Boost? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben Titanic Growth Instant, gibt eine Kreatur plus 4 plus 4. Destructive Tempering. Drei Mana sucht man sich eins aus. Man zerstört eine Kreatur. Nee, ein Artefakt oder eine Kreatur mit fliegen kann, den so nicht blocken. Okay. Catcher Sphere. 4 Mana Enchantment Aura mit Flash. Man tappt die verzauberte Kreatur und die verzauberte Kreatur tappt nicht. Das ist ziemlich gut. Cryptlurker. Bist du hässlich? 4 Mana 3/4, wenn ihr ins Spielfeld kommt, opfert ihr eine Kreatur oder werft eine Handkarte ab. Wenn ihr das macht, könnt ihr eine Karte ziehen. Colossal Dreadmoor, 6 Mana, 6/6 Trampel. Ist das aus Ixalan, oder? Ein Dinosaur? Das sieht aus wie Ixalan mit den Piraten. Ja, da hätten sie auch was anderes machen können. Frostbreath, 3 Mana, man tappt zwei ungetappte Kreaturen. Diese Kreaturen tappen nicht, während des Besitzers das nächste Endtappstep. Was bist du? Was? Was? Ja, ich sag ja, Super Stranger Artwork. Strangers Artwork. Garruk's Gorehorn. Stimmt, da wurde Garruk wiederbelebt. 5 Mana 7/3, ohne Effekt Vanilla. Strange. Super cool. Richtig nice. Valorous Steed. Ah, stimmt. Einhörner waren auch viele drin. 5 Mana 3/3 Wachsamkeit. Wenn es ins Spiel kommt, bringt es ein 2/2 Knight mit Wachsamkeit mit. Das ist ziemlich gut. Schock, wie immer, weil man kann ja keine Lightning Bolts drucken. Ein rotes Mana fügt einer Kreatur, nee, irgendeinem Target 2 Schaden zu. Griffin Array. 2 Mana Enchantment. Zu Beginn des Endsteps, wenn ihr 3 Leben bekommen habt, kreiert ihr einen 2/2 weißen Griffin-Token mit Fliegen. Enthralling Hold. 5 Mana enchantet in eine Kreatur. Diese Kreatur tappt nicht. Was? You can't choose an untapped creature. Ah, ihr könnt nur eine getappte Kreatur nehmen und ihr kontrolliert die getappte Kreatur. Ihr könnt nur eine enttappte Kreatur nehmen. Aha. Okay, strange geschrieben. Die war mal rare. Lawsgale Kotal, 3 Mana 2/2. Immer wenn ihr eine Karte zieht, legt ihr eine plus 1 plus 1 mal drauf. Wie hübsch auch das unten gemacht ist, mit diesem Grün in dem Blau. Seht ihr das? Ist das immer noch so? Ich weiß es nicht. Und unsere Rares. Temple of Silence. Kommt getappt ins Spiel mit Scry 1. Tappen für ein weißes oder schwarzes. Not bad. Und, oh mein Gott, Faith Feathers mit einem echt hübschen Artwork. Seht ihr diesen Dämon, der hier von diesen Schlingen, die Schlingen sind alle voll. Oh. 4 Mana, ihr verzaubert ein Permanentes. Wenn es ins Spiel kommt, kriegt ihr 4 Leben. Und die verzauberte Permanente kann weder angreifen, noch blocken, noch Fähigkeiten benutzen. Damit kann man Ukkos umbringen. Oder Renesix oder andere Sachen. Dann haben wir einen Windscared Crack und ein Liliana-Zeichen mit einer der Lilianas drauf. Ja. Ist ganz cooles Booster. Ich mag die Tempel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.